Jetzt, Jetzt. hier sind wir wieder. Hallo, Punkt 12. Barbara et moi. Hier sind wir. Warte, ich schalte unseren Namen noch schnell ein, wenn sie Ja, und drin es wäre ja nicht, dass jemand denkt, wer sind denn jetzt die B und die R und wer ist wer? sind. Was ist denn hier eigentlich los? Das kommt davon, wenn zwei aus dem tiefsten Bayern miteinander eine Talkshow machen. Ja, genau. Nur, dass du ja in Köln sitzt und ich in Und dass Tübingen. der Rest immer vergisst, dass ich eigentlich aus dem tiefsten Bayern komme. Ja, genau, aber das tut ja gut, aus dem tiefsten Bayern zu Du, kommen. man muss doch auch einfach international sein. International, das ist heutzutage alles, das ist alles. Niederbayern worldwide. Ich war in Niederbayern, ich bin Ostbayern, ja, also mal ganz langsam. Geht schon los, oh Gott, wir wechseln, wir sind völlig im falschen Thema, wechseln wir ins Hochdeutsche und werden wir professionell. Genau, bitte. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich sehe schon, die Angelika ist da. Angelika, hi. Du hast auch schon eine Frage gestellt. Die Rebecca ist auch da. Servus. Servus. So. So. So, wir haben Fragen vorab bekommen. Genau. Schöne Ich Frage. lese vor, Regina beantwortet. Dankeschön. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, aber ich lese Nicht einmal vor. ganz. Ja. Großer Themenkomplex, anknüpfend an unsere, übrigens unsere letzte Talkshow, wo wir es ja schon mit den Zielkunden und den Zielavataren hatten. Frage, Ergebnisse meiner Kunden kommunizieren. Welches Ergebnis kommuniziere ich denn nun auf meiner Seite? Das, was meine Kunden möchten, beziehungsweise weghaben möchten, als primäre Zielangabe ihrerseits, oder das Ergebnis, was dahinter liegt, was sie wirklich erreichen können, mit dem Nebeneffekt, dass ihr primäres Ziel unter anderem auch erreicht wird, dass es ihnen aber nicht mehr ganz so wichtig erscheint. Ja, komplizierte Frage, einfache Antwort. Du nimmst natürlich das, was dein Kunden, du nimmst das, wobei deinem Kunden primär der Schuh drückt. Immer. Weil das Immer. andere kann er noch gar nicht wissen. Ja, das ist für die Vorstellungskraft unter Umständen einfach auch zu groß. Und deswegen zuerst mal das wirkliche Problem, primäre Schuhdrücker. Und diesen ansprechen, weil das ist das, was als erstes gelöst wird. Und von da aus kann man dann weitergehen. Ja. Die einfache Leitregel, die ihr euch gerne auf ein Post-it schreiben könnt, im Marketing und Sales heißt es, gib dem Kunden, was er will. Im Produkt gibst du ihm, was er braucht. Im Marketing und Sales gibst du ihm, was er will. Im Produkt gibst du ihm, was er braucht. Und nicht immer ist das ganz deckungsgleich. In vielen Dienstleistungsangeboten ist der Kunde, wenn er mit uns einsteigt zu arbeiten, einfach auf einem anderen Punkt. Und während man mit ihm zusammenarbeitet, entwickelt sich das Ganze. Aber da kommt der nicht von alleine hin, weil sonst würde er nicht unser Kunde werden. Also, oberste Regel, gib ihm, was er will, liefer ihm. Ihm ihr, was er braucht. Das ist die oberste Regel. Also lange komplizierte Frage, aber einer auch übrigens einer der häufigsten Fehler, wirklich einer der häufigsten Fehler, die ich so sehe. Es wird das kommuniziert tief aus dem Prozess, tief aus den innen drin und der arme Kunde denkt sich, ja, das hat das nichts mit mir zu tun. That's the problem. Hatten wir letztens schon kurz mal angesprochen. Also bitte beim Schmerz bleiben. Genau, und ob das dann der Schmerz oder das Problem ist, wir sprechen meistens kurz vorm Schmerz. Das könnt ihr, muss nicht der harte Schmerzpunkt sein, aber das ist für uns wie so ein Füllwort, der Schmerz. Ja, genau. Nächste Frage. Ja, die Frage, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, weil Auf es jeden eine Fall. sehr lang geschriebene Frage ist. Und zwar, woran erkenne ich einen guten Coach und wie grenze ich ab, das ist ein Coach für mich und das ist kein Coach für mich, Barbara? Das Haben wir Beispiel, schon das gut gemacht gefunden. worden ist, fand ich ganz gut. Das Auto tue ich Probefahren. Es gibt für mich ein paar Kriterien, die für mich einfach wahnsinnig relevant sind. Genereller Natur und die für mich relevant sind. Also genereller Natur zum Beispiel. Wenn ich jemanden persönlich beauftrage, der mich nachher persönlich betreut, dann muss ich mit diesem Menschen um Gottes Willen vorab gesprochen haben. Also ich finde es Horror, wenn ich mit irgendeinem Sales-Team, aka Strategie-Coach, aka Sales-Coach vorsprechen müsste, um danach mit irgendjemand anders zusammenarbeiten. Das ist für mich ein No-Go. Das würde B2B übrigens auch nie funktionieren. Also das ist so totaler Wahn. Total harte Ansage meinerseits. Finde ich unmöglich. Würde ich nie buchen. Und finde ich auch einfach unseriös. Denn wenn ich nachher mit dem Menschen persönlich zusammenarbeite, dann muss ich vorher einschätzen können, wie der Mensch drauf ist. Eins meiner härtesten Kriterien ist, ich würde nie jemanden beauftragen, der keine ehrenamtliche Arbeit leistet.
Das hat für mich was mit Wertekodex zu tun. Es gibt die gute Ausrede, klar, 4 Kinder, 5 Kinder, das meine ich damit nicht. Aber das ist auch schon ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Das ist auch ehrenamtliche Arbeit. Es ist ehrenamtlich unbezahlte Arbeit. Ja, ihr versteht, was ich meine. Der Punkt ist, dass diese Arbeit für mich Ausdruck ist eines Wertekorsettes. Wer sich ehrenamtlich bürgerlich engagiert und nicht nur lustig um die Welt jettet oder sonst irgendwas, ich bin da knallhart, würde ich nie beauftragen. Weil meine Werte und dessen Werte oder ihre Werte, meistens übrigens noch viel schlimmer, vorne und hinten nicht zusammenpassen würden. Ich mache einen Heidenaufwand für ehrenamtliche Arbeit. Und das ist Ausdruck dessen, was mir im Leben wichtig ist, nämlich die anderen Leute, als nur mein eigener privilegierter Hintern. Und das ist sozusagen eins für mich, einer meiner härtesten Konstrukte, wenn ich nicht finde oder konkret frage, in was engagierst du dich denn außerhalb noch deines Business? Und wenn dann kommt ich kümmere mich um mich selbst, bin ich raus. Also das sind schon mal 2 harte Punkte meinerseits. Dann wäre noch zu gucken, ob denn die Kommunikationsebene stimmt und ob du die Sprache von jemandem, wie er sich nach außen kommuniziert, überhaupt magst. Ja? Weil wenn jemand permanent irgendwie im Abwerten ist von anderen, sich selbst als relativ gut hinstellt zum Beispiel, oder wenn jemand eine sehr harte Sprache hat, eine sehr disziplingesteuerte Sprache, und du bist jetzt eher so der weiche Typ Frau oder Mann, dann wird das um Himmels Willen höchstwahrscheinlich nicht zusammenpassen. Also da wirklich nochmal gut reinschauen und dann die Geschichte mit, da gehen alle hin, das muss gut sein, das hat viele, viele, viele Trust-Momente, die andere darüber sagen und dein Gefühl sagt aber, oh, das hört sich super schräg an, und dann kommt jemand, vielleicht sogar im Vorgespräch drum, dass du da eine Blockade hast und dass du die mal bearbeiten musst, damit du auch dann zusammenarbeiten kannst, Finger weg. Hartes No-Go. Ja. Wer im Vorgespräch kommt mit, also dass wir jetzt nicht zusammenarbeiten können, ist eine Blockade deinerseits, rennt um euer Leben, um Gottes Willen. Das ist sicherlich so eine Geschichte. Außerdem natürlich, ich will irgendwie erleben, wie die Probefahrt. Ich will erleben, wie jemand ist, und das ist auch für euch wichtig. Also ich finde es ein Wahn, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, es gibt kein Vorgespräch. Kinder? Das geht mal gar nicht. Also irgendwie ein Gespräch stattfinden zu lassen, die Möglichkeit, sich kurz austauschen zu können, ist essentiell. Insbesondere bei deutschen Kunden. Das ist so eine Welle, die von den Amis irgendwann mal rübergeschnappt ist, weil die einfach an der Stelle einfach vom Entscheidungsprozess her anders sind. Dann auch so eine harte Ansage, wie aktuell sind die Expertisen von jemandem. Egal ob Coach oder Consultant oder sonst irgendwas, jemand muss up-to-date bleiben. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Nicht im Facebook-Ads-Kurs von vor 2 Jahren, im Zweifelsfall noch nicht mal von vor 2 Monaten. Auch das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Wie weit wird auch neue Stellungnahmen dazu produziert oder sonst irgendwas? Also wie jeder, zum Beispiel bei einem richtigen Coach, der insbesondere im Live-Coaching unterwegs ist, wenn der keine Supervision hat, geht genauso wenig. Das ist jetzt bei einem Business-Coach, ist das sicherlich nicht ganz so essentiell, aber auch da ist immer die Frage, wie reflektiert der selbst? Da ist die Wortbildungsseite sicherlich der wichtigere Punkt. Und auch natürlich ganz klar herausstellen, sowohl selber als auch bei jemand gegenüber, was ist so dessen harte Fachexpertise? Und dabei geht es nicht um diesen ganzen Wahn mit Positionierung oder sonst irgendwas. Jeder hat noch so seine eigene Fachexpertise, die einfach irgendwo auch immer klar sein sollte, die sich im besten Falle auch als roter Faden durchziehen sollte. Ja, unbedingt. Ich hatte jetzt gerade noch was im Kopf. Wo ist es? Also was für mich zum Beispiel wieder nochmal eins, was ich noch einwerfen kann, während du denkst, liebe Regina, ich kann Botschaft und Botschafter nicht trennen. Und tue es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, es gibt in den USA ein paar ganz krasse Hardcore-Sales-Coaches. Dummerweise ist ein Teil davon bei Scientology. Würde ich nie im Leben buchen, weil ich ständig damit ableiten könnte. Ich gucke mir sehr genau an, wer mit wem wie zusammenhängt. Es gibt so ein paar Namen, die stehen auf Sektenlisten. Und die haben interessante Konstruktionen aufgebaut. Würde ich mich kein Stück nähern. Egal, wie gut oder schlecht der Job ist, weil ich ständig im Kopf haben würde. Das heißt, ich könnte das, was mir jemand Gutes tut, vielleicht gar nicht aufnehmen oder würde mich ständig manipuliert vorkommen. Das heißt, ich gucke mir sehr genau das Netzwerk an, in wem welche Leute sich mit wem assoziieren. Weil das sehr krass darüber aussagt, inwieweit, wie gesagt, so eine Art gelebten Wertekontext haben. Weil auf eine Webseite, ein YouTube-Video, Kinder, Papier, YouTube und alles ist mehr als geduldig.
mehr als geduldig. Aber wer sich mit wem assoziiert, wer sich wie mit wem verbindet, das ist schon mehr eine Aussage darüber, wer auch welchen gelebten und nicht nur geredeten Wertekontext hat. Ja, und das sind wir genau da, wo ich vorhin hin wollte. Jetzt werde ich mich wieder doppelt. Dieser Manipulationsgeschichte beziehungsweise Recherche betreiben sind meistens ein paar Klicks. Und da kommst du drauf, wer zu einem wem zusammenhängt und ob hinter diesen Profilen, die du siehst, wirklich echte Menschen existieren. Weil wenn jemand immer einfach nur schreibt, das kann man schon mal machen, aber einfach nur schreibt, schreib mir eine PN, wenn du das und das erreichen willst. Über das Profil. Nehmen wir Facebook als Beispiel. Es sitzen nicht immer echte Menschen dahinter. Ich habe erst letztens wieder was recherchieren dürfen und in dieser Recherche komme ich darauf, dass diese Person nicht existiert, die das Profil angibt und die Person, mit der sie gemeinsam immer verbandelt ist, auf dem Profil auch nicht existiert, sondern das sind verdeckte Namen von zwei Personen, die eigentlich meiner Ansicht nach eher sowas wie eine Sozialstudie betreiben und darüber halt auch Menschen generieren, die mit ihnen dann zusammenarbeiten, weil sie ihnen eine PN schreiben, weil die ja als Personen auftreten sind, aber keine echten Personen. Es ist ganz, ganz schräg, da passiert relativ viel und deswegen, wenn sich das irgendwie schräg anfühlt und wenn du nicht dahinter blicken kannst und wenn du nicht jemanden wirklich face-to-face sehen kannst und irgendwo einen Namen, eine Adresse und eine Telefonnummer existiert, dann ja. Oberste Regel definitiv. Im Englischen würde man sagen, trust your gut. Glaubt eurer Intuition. Wenn es euch komisch vorkommt, dann müsst ihr euch niemanden begründen. Lasst es einfach. Und auch ein großes Ding, also ich meine ganz ehrlich, Geschäftsmodelle, egal wie groß die Company sind, können nachvollziehbar und nicht nachvollziehbar sein. Und ganz viele in diesem, wenn sie größer werden, Coaching-Geschichten oder sonst was, du kannst überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, mit was verdienen die jetzt Geld. Also wenn ich das Geschäftsmodell schon nicht mehr nachvollziehe und ich meine, ich saß schon vor Geschäftsmodellen, wo ich, und ich meine, ich mache am Ende des Tages ja nichts anderes als Geschäftsmodelle entwickeln. Aber wenn ich davor sitze und mir denke, mit was verdienen die jetzt eigentlich? Wer mit wem? Sorry. Ein Geschäftsmodell muss auf einen Bierdeckel passen. Punkt. Das ist immer noch die oberste Regel. Nicht die Komplexität der Dienstleistung. Das Geschäftsmodell. Halte mir das auseinander. Und bei ganz vielen da draußen, bei vielen Coaches, siehst du auch zwischenzeitlich ein Chaos im Geschäftsmodell, wo du denkst, was verdient ihr denn jetzt Geld? Auch das ist so ein Anzeichen für, warum, wenn es ist mit einem einfachen Geschäftsmodell übrigens, ist es viel, viel einfacher, viel Geld zu verdienen. Also ein einfaches Geschäftsmodell sorgt dafür, dass man viel Geld einfach verdienen kann. Es ist zwar schwierig, teilweise das zu konstruieren, aber ein kompliziertes Geschäftsmodell sorgt dafür, dass es auch an allen Ecken und Enden kompliziert ist. Welches Interesse sollte um Gottes Willen jemand haben? Ja, erinnert euch, wir sind ja hier auf Facebook, also machen wir den Move mal kurz. Unser Mark Zuckerberg bei seinem Senats-Hearing oder Congressional-Hearing, wo der Senator dann gefragt hat, mit was verdienen Sie eigentlich Geld? Mit den Ads? Das ist ein Einzeiler, ja? Also ich meine, das ist so simpel wie nur irgendwas. Facebook verdient Geld mit den Anzeigen, die geschaltet werden. Also, und Facebook ist ein hochkomplexes Konstrukt, was es am Hintergrund ist. Aber das Geschäftsmodell ist so simpel wie nur irgendwie etwas. Google genau das Gleiche. Mit was verdienen Sie am ersten Tagesgeld? Anzeigen, Werbeanzeigen. So, das ist das, was ich meine mit einem simplen Geschäftsmodell. Und dann hast du, oder auch diese vielen Instanzen, die du teilweise mit Leuten oder sonst irgendwas besprechen musst, um dann überhaupt mal rauszufinden, mit wem du nachher dann jetzt zusammenarbeiten darfst oder sowas. Also was für mich ja auch immer so ganz toll ist, wenn ich mich um Coaching bewerben soll. Genau. Seht ihr, wie hoch meine Augenbraue geht? Leider hört sie da jetzt irgendwie auf. Keine Ahnung, ob ich sie noch ein Stückchen höher bekomme. Bitte? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist denn das für eine verschrobene Wahrnehmung als aus Dienstleistersicht? Sie dürfen sich bewerben. Ja, was habe ich zu übergeben? Halt Job oder was? Bei diesen, da wird meistens abgefragt, wie viel du bereit bist zu investieren. Das ist immer eine dieser Fragen. Und wenn du natürlich nicht bereit bist, also ich meine, dann kann man sich's ganz schön rauspicken, ja, mit wem man arbeitet. Wenn man sich halt die Rosinen pickt, dann kann man halt möglicherweise auch die einfachen Coaching-Wege gehen, wobei ich das so nicht sagen würde, aber du verdienst halt schneller mehr Geld. Ja, aber wenn ich natürlich auf einer Ebene bin, wo jemand schon fünfstellig umsetzt im Monat und ich setze noch einen drauf, das ist nicht
ganz so schwer, wie wenn jemand gerade wieder einsteigt, zurück ins Berufsleben oder komplett aus einem Angestelltenverhältnis rausgeht und eine Gründung vornimmt und da erstmal was aufbauen muss. Also da sind wir einfach an anderen Stufen. Wenn ich jetzt kreuze 400 und der andere kreuzt 4000, ich als Coach, wen nehme ich? Ja, also ist schon ein bisschen was dahinter, so dem Coach selbst die Arbeit leichter zu machen. Jemand, der nur leicht haben will, ob der so ein guter Coach ist, ist auch so eine Frage. Ja, und einfach definitiv guckt euch an, wenn ihr einen guten Business Coach sucht, dann guckt euch an, was haben diese Business Coaches, die meisten guten Business Coaches werden sich irgendwann übrigens, haben ein Problem mit dem Coach-Begriff, wenn ihr mich so nennt, haue ich euch. Aber ein guter Business Coach wird nicht Repliken von sich selbst bilden. Ja, der wird im Zweifelsfall auch natürlich andere Consultants oder Coaches betreuen, aber er wird keine Repliken von sich selbst abbilden. Das heißt, die erfolgreich sind, werden in dem Geschäftsmodell verankert bleiben. Die Paartherapeuten bleiben Paartherapeuten, die was auch immer alles da draußen bleiben in ihrem Geschäftsmodell. Sie werden nicht auch Business Coaches. Das ist eins dieser Dinge, weil das natürlich am Ende des Tages ist natürlich im Business Coaching im ersten Moment scheinbar einfacher, mehr Geld zu verdienen. No way. Aber das ist natürlich so der Klassiker. Also das ist so ein Klassiker. Guckt euch an, was machen denn die Kunden heute von dem? Bewegen sie sich jetzt auch alle in dieses mehr oder minder große Umfeld des Business Coachings hier rein? Oder durften die, ist jemand so gut, dass jemand in seinem Feld bleiben darf? Ja? Also bleibt der Bauer Bauer, bleibt der Paartherapeut Paartherapeut? Oder erzähle ich denen auf einmal, sie müssen alle auf einen Business Coach machen? Das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, das spricht auch nicht für die nachhaltige Qualität von jemandem. Denn da geht es nicht darum, dass die Kunden erfolgreicher werden als der Coach. Das sollte immer so sein. Das sollte immer Zielsetzung sein. Aber das ist im Prinzip, dass ich ein Geschäftsmodell umbaue, dass es irgendwie funktionabel ist, aber niemanden habe, der das in seinem eigenen Geschäftsmodell erfolgreich ist. Also das ist auch wichtig, wenn ihr das auf die andere Seite produziert. Zeigt eure Werte, zeigt, dass ihr euren Job könnt für Leute, die nicht nur im gleichen Feld unterwegs sind. Guckt, dass ihr Testimonials von Leuten kommt, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Wir hatten einen Pricing-Workshop, hatten wir am Freitag genau eine Teilnehmerin, die sozusagen auch einen harten Business-Kontext hat. Der Rest ist alles Privatbusiness, ja? B2C-Kunden in allen möglichen Bereichen. Das ist auch für mich eine andere Herausforderung, als muss ich jemanden weiterhelfen, der sich in einem ähnlichen Bereich bewegt, weil natürlich da andere Skalierungen und einfach auch andere Möglichkeiten drin sind. Aber das ist so ein Gag an der Sache, darauf einfach mal zu achten, wie sehr da Kunden auch zu anderen oder wie vielleicht auch der oder die eine dann so hervorgehoben wird, die vielleicht bei ihrem Geschäftsmodell bleiben durfte. Genau. Und das würde auch die Frage beantworten, wie du es selbst machst, weil deinen Kunden geht es ja genauso. Ja, das ist ja so ein Zwiespalt. So. Auf der einen Seite zu erklären oder eine Möglichkeit zu geben, mit dir ins Gespräch zu kommen und auf der anderen Seite halt, sag mal, wo ist denn heute mein Hirn? Du, weiß ich nicht, wahrscheinlich da oben drin, schüttel's mal. Boah, oh mein Gott, ich war zu lange weg. Der Wiedereinstieg nach dem Urlaub ist immer ein Problem. Wie sehen Sie ein klassisches Beispiel? Darf ich vorstellen, Subjekt R. Wiedereinstieg nach dem Urlaub ist schon komplex. Es ging mir darum, um das Vertrauen, das deine Kunden in dich entgegenbringen, ohne dass du denn das Blaue vom Himmel runtersprichst und ohne dass du irgendwelchen Käse erzählen musst und ohne dass du irgendwie eine Vorzimmerdame hast, mit der man erstmal sprechen muss, bevor man mit dir sprechen darf und so weiter, sondern einfach mal ein Telefongespräch von einer Viertelstunde, von 20 Minuten oder ein Skype oder ein Zoom oder was auch immer, wo einfach mal schon mal kurz angerissen wird, wer du eigentlich bist, was du überhaupt leisten kannst und wie du unterstützen kannst. Das heißt nicht, dass du da schon das Ergebnis vorformulieren musst, aber das kann einfach ganz ehrlich sein und erklären, wie du normalerweise arbeitest und wie du mit dieser Person vorhast zu arbeiten. Be raw and real ist so dieses echt und halt ehrlich sein an der Stelle. Und ich bin ja ein großer Punkt von, ihr kennt man, wer mich ein bisschen länger kennt, weiß, ich weiß, dass ich was persönlich gegen Vertrauen habe, weil es geht um Beziehung. Vertrauen ist das, was manipuliert werden kann. Beziehung muss etabliert werden. Beziehung kann nicht so künstlich hervorgerufen werden. Deswegen laufen Manipulationstechniken immer auf Vertrauen, nicht auf Beziehung. Und das ist einfach auch der Punkt, Macht
Der zweite Schritt neben Sichtbarkeit, der berühmt-berüchtigten, ist approachable. Also seid verfügbar, seid ansprechbar, engagiert euch, zeigt nach außen, wer ihr seid und seid einfach ansprechbar. Also das ist sicherlich auch so ein Ding. Kein Mensch ist so unglaublich erfolgreich, als dass er nicht ansprechbar ist. Kurzes Beispiel mal zur Ansprechbarkeit. Frau Lampel war ja, ich habe ja mitbekommen, wir hatten ein lustiges zeitversetztes Dingsbums, eine zeitversetzte Talkshow. So, guck mal, dein Hirn ist ansteckend. Während ich in San Francisco war, ich war davor ja, während ich in San Francisco war, in Palo Alto, und so viel zur Ansprechbarkeit. Ich war beim Dinner bei Sheryl Sandberg mit allen anderen International Lean In Leaders, also 120 Menschen beim Abendessen im Haus, persönlich daheim bei Sheryl Sandberg. So, das verstand, meine ich, unter Ansprechbarkeit. Da macht jemand, der sicherlich nicht nötig hätte, seine Türen auf und ist da und ist ansprechbar. Und jetzt erzählt mir nicht, dass unsere Coaches auf der Liga von Sheryl Sandberg spielen. Das ist unter Ansprechbarkeit gemeint, sich die Zeit zu nehmen, die Haustüren zu öffnen, solche Sachen offen zu machen. Darum geht es. Dann habe ich das, was man klassischerweise unter Ansprechbarkeit meint. Ja, das ist richtig. Und das beantwortet im Grunde auch schon die nächste Frage. Und zwar war das die Frage danach, was man denn macht, wenn sich jemand als Coaching-resistent herausstellt und einfach nichts umsetzt von dem, was du sagst. Da gibt es einfach zum einen das Vorgespräch, wie auch immer das gestaltet ist, hilft sehr viel darin, auch dir als Coach oder als Trainer oder wie auch immer du dich in dem Fall nennen magst, zu bisschen reinzuspüren, wie ist denn der Kunde überhaupt drauf und kann es überhaupt mein Kunde werden und passt das denn überhaupt, ja? Das ist mal das eine. Und das andere ist, man kann sowas auch coachingseitig natürlich beenden, wenn es denn wirklich dazu kommt, dass jemand null irgendetwas umsetzt. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, im Coaching geht es darum, dass jemand die vorgegebenen Schritte umsetzt von dir, oder geht es darum, dass du erstmal zuhörst und schaust, was der braucht? Also es sind so ganz verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen. Ja, und eben ganz klar auf der anderen Seite eben auch, und das ist das, wieso ich zum Beispiel immer drauf rumhacke, dass ich kein Coach, sondern Consultant bin. Wenn jemand es wirklich nicht umsetzt, oder andersrum, wenn jemand es wirklich nicht umsetzt, dann sind uns alle die Hände gebunden. Also ich meine, da kann ich mich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. So, also wenn du, jemand sagst, geh links rum und er biegt rechts ab oder bleibt einfach stehen, sorry. Also ich meine, da muss man irgendwo versuchen, nett, charmant, Tacheles zu reden und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist dran. Aber es gibt auch die Ausrede der Coaches, naja, der Erfolg ist nicht da, was nicht richtig umgesetzt worden ist. Da sollte man als Coach vielleicht auch mal zwei Schritte zurückgehen und mehr eine Consulting-Position einnehmen. Und in der Consulting-Position sieht man die Sache etwas anders, denn daran liegt unsere Fachexpertise, auch eventuell Methoden, Vorschläge oder sonst irgendwas anzupassen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert an der Stelle. Ja, es gibt die Leute, die einfach es echt nicht, wirklich nicht umsetzen. Das ist nochmal was anderes, als sie setzen es um und stellen fest, es funktioniert nicht. Gib mir das Feedback und du passt das nicht an. Das kann zig Gründe haben. Manchmal hat es auch einen Grund, dass vielleicht Kunde und Coach und Consultant nicht zusammenpassen. Natürlich, das kann auch manchmal erst nach dem Zusammenhalt im Prozess offensichtlich werden. Ich meine, bei allen Vorgesprächen, manchmal merkt man erst nach ein paar Stunden, haut nicht hin. Aber ganz offensichtlich auch diesen Punkt hervorzustellen, selbst auch mal zu gucken, okay, habe ich alles ausgeschöpft, was ich an Möglichkeiten habe, um jemanden dahin zu bekommen, dass es umsetzt, verstehe das nicht. Und wenn ich diesen Prüfprozess abgeschlossen habe, dann heißt es halt manchmal auch zu sagen, hey, wir passen nicht zusammen, deal dann hier. Das ist einfach so. Ja, darf auch sein. Ist aber der letzte Schritt meines Erachtens und ja, ist nicht zwingend als großes sich auf die Fahnen schreiben angebracht, finde ja, ich. Ja, also ich finde, wir haben zu viel in der Coaching-Szene, die sagen, naja, alles deine Verantwortung, mach's, wie ich sage, oder lass es und kannst schon mitgehen. Mhm. Aber dann musst du halt einfach auch klarkommen mit dem, was ich sage. Finde ich eine sehr abgehobene Art. Mhm. Muss ich einfach so sagen, ich finde es nicht der Sinn und Zweck von der Zusammenarbeit unter Menschen, auch nicht der Sinn und Zweck von Beziehungen, dass einfach einer sagt, naja gut, dann gibt's halt die, die auf der Strecke bleiben, ist mir wurscht. Das ist auch gesellschaftlich gesehen nicht der Zweck. Also es wäre nicht mein Anspruch. Ich weiß aber, dass der sehr weit verbreitet ist, weil es eben heißt so, deal with it. Ja, und finde ich schwierig.
Kann man für sich selber, kann man für sich selber irgendwie halten, wie man möchte, wenn man das gerne möchte, wenn man es gerne mit der Peitsche möchte, dann ja. Aber ich für meinen Teil würde auf, genau aus diesem Grund so jemand nicht als Coach für mich nehmen. Genau, also da wirklich definitiv, wie gesagt, das passiert uns allen, aber das sollte halt vielleicht, ich sage mal so, ein bis zweimal im Jahr passieren. Bei so 100 Kunden, die man im Jahr betreut, sollte die Quote definitiv im einstelligen Prozentbereich liegen. Alles andere sollte ich mir dringend überlegen, dass ich eventuell die falsche Zielgruppe habe, falsche Methoden verwende. Da muss man auch hart sein. Also entweder hat man Anspruch an die eigene Qualität. Wie gesagt, solange das im einstelligen Bereich ist, bei irgendwie 100 Kunden im Jahr, macht euch keinen Kopf. Das ist totally fine. Aber irgendwo muss es eine Balance haben an der Stelle, wer da irgendwie mit wer da nicht zurechtkommt, an der Stelle das hin zu basteln und dann sich zurückzuziehen. Ja, aber ist ja Coaching, Umsetzung liegt beim Kunden. Ja, ja, no. Ja, ja. Schwierig. Ja, definitiv. Ja, genau. Deine Aufgabe ist es, die richtigen Beispiele und Worte für deinen Kunden zu finden. Genau. Richtig. That's ja. Your job. Das ist unser aller Job. Immer Haken dran. Genau. Wenn man das Hirn eingeschaltet hat, dann geht das. Wenn man es eingeschaltet hat, angeblich soll es ja immer dabei sein. Wir wissen es nicht genau, wir wissen es nicht genau. Ich muss mal gucken, wo ich es verloren habe heute. Du, es wird irgendwo rumliegen. Es wird irgendwo rumliegen, irgendwo. Aber du ruf mich an, ich habe ein paar Reservehirne hier. Ist kein Problem. Das ist wie am ersten Schultag, wenn du das Zeugnis vom Vorjahr brauchst und es unterschrieben zurückgeben musst und du findest es nie. Also ich finde es nie. Es ist einfach so. Du, das geht uns ganz viel, mit ganz vielen Dingen so. So, aber wir wollten ja ehrlich sein und authentisch. Wer kam denn auf die dämliche Idee? Ich bin sehr ehrlich und sehr authentisch. In einem guten Haushalt geht nichts verloren. Ja, Angelika, da sagst du was. Ja, verloren geht's auch nicht. Die Frage ist nur, wo ist es? Wo finden? Wo finden? In einem man großen Haushalt. Irgendwann findet man es immer. Das machen wir nur ein wenig spät. Oder man findet es zu früh. Selten ist es Timing. Das mit dem Finden und dem Timing. Da müssen wir unsere Paartherapeuten fragen. Vielleicht können die uns da mal helfen. Apropos finden, eine Frage haben wir noch. Und ja, zwar die Frage der Namensfindung. Und das war so die Frage, ja, wie nenne ich jetzt das und das? Ging irgendwie um Vorgespräch, glaube ich. Und ganz ehrlich, auch daran erkennt man eine gute Person, die dir gegenüber sitzt. Wie auch immer du sie bezeichnen magst, das kann dir keiner aus dem Kontext raus beantworten. Wir haben ja gesagt, die Pinata der lustigen Namensvergabe, einmal klopfen und schauen, was alles so rauskommt. Nein, das geht nicht. Das muss im Kontext zu deinem Business stehen, das muss im Kontext zu deinem sonstigen Angebot stehen, das muss im Kontext zu deiner Person stehen und im Kontext zu den Personen, die du ansprichst, also deinen Avatar. Genau. Also das an der Stelle einfach auch mal ganz wichtig. Es gibt Fragen, die kann man, ihr seht es, bestimmte Sachen kann man aus dem Stegreif beantworten, kann man Leitlinien vorgeben. Aber wenn es denn gerade sowas wie individuelle Fragen, dein Zielavatar, dein Naming, deine Preiskalkulation, Kinder, nee, das haut nicht hin. Da braucht zu viel Kontext, zu viel Hintergrundwissen, als dass jemand, der verantwortungsvoll mit seinem Job umgeht, sagt, das heißt jetzt so, dann haben wir die Pinata. Wir hauen drauf, ziehen was raus, genau. Und das klingt gut. No, die Namenspinata. Bin ja nicht bei der Domain. Die Namenspinata, unser neues Produkt nach dem Renter Teenager, jetzt die Namenspinata. Genau. Genau, die können wir euch gerne anbieten, aber wir einen Workshop dazu. So. Genau, schau, machen wir einen Workshop dazu. Kostet auch maximal 13.794 Euro und für euch heute nur jetzt 3,22 Euro. Ich hätte doch Marketeer werden sollen. Ich hab's voll drauf. Auch bezahlbar mit Kreditkarte. PayPal, Stripe, everything. 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 You can genau. Pay in Bitcoins, no problem. Genau, also, ich hoffe, wir konnten euch ein Stück weit weiterhelfen mit euren Fragen und natürlich beantworten wir gerne nächste Woche wieder eure Fragen, wieder dienstags, wieder 12 Uhr, zur besten Lunchtime, die Barbara. Zur besten Lunchtime, zur besten Lunchtime. Wir freuen uns auf jede Menge Fragen, weil je cooler eure Fragen, umso cooler unsere Antworten.
Hoffen wir. So sieht das aus. Bis dahin bleibt sexy, ihr Lieben. Und macht es. Tschüss, eine wunderbare Woche. Ciao.